Wie sehr freuen Sie sich über diesen heutigen Frühbetrag? Ja, es war eine lange Zeit der Vorbereitung. Es ist auch immer noch eine gewisse Anspannung da, weil ja das Fröbelfest noch vor uns liegt. Aber ich denke mal, die ersten zwei Etappen haben wir schon ganz gut bewältigt. Und ich bin auch ganz zufrieden damit, dass sich doch eine ganze Menge von Interessierten eingefunden haben. Also der Fröbel ist nicht mehr nur eine Sache von 4, 5, 6 Menschen, sondern es sind schon auch ein paar mehr, die sich dafür interessieren. Ein guter Anfang dafür, dass es Wurzeln schlägt. Nicht nur in Bad Liebenstein und in den Fröbelorten in Thüringen, sondern darüber hinaus auch. Ja, was schlägt Wurzeln? Ja, es ist eigentlich so, dass wir ja in einer Zeit leben, wo in der Pädagogik viele Fragen gestellt werden. Mancher auch schon Antworten hat, wo noch gar keine Frage gestellt worden ist. Und Fröbel eigentlich zu denen gehört, die man immer mal wieder zur Kenntnis nehmen müsste, um zu sehen, dass er ja eigentlich schon auf vieles, was uns heute bewegt, schon selbst auch Antworten gefunden hat und selbst auch schon pädagogische Zugänge gefunden hat und insbesondere eine Sicht auf das Kind entwickelt hat, an der wir durchaus auch heute noch ein wenig arbeiten können. Zur Person Friedrich Fröbel, wann hat er gelebt? Ja, er war ein Mensch, der zwischen den, eigentlich könnte man sagen, zwei Revolutionen in Europa gelebt hat. 1782 bis 1852 seine Lebensdaten. Und wenn ich dann sage 1789, der Beginn der Französischen Revolution, 1848, bürgerlich-demokratische Revolution in Deutschland. Eben haben wir die Revolutionsetüde von Chopin aus der Fröbelzeit gehört. Es war also eine bewegte Zeit in Deutschland. Und zu dem Revolutionären gehört ja die Welt nicht nur zu verändern in der Sicht auf einen, wie man regiert wird, also auf den Staat, sondern eben auch das Revolutionäre im Miteinanderleben der Menschen, eben auch in der Pädagogik. Und da war Fröbel nun einer, der da besonders viel geleistet hat. Aber er war auch nicht durchaus nur einer, der nur daran gedacht hat. Er war ja selbst auch Lützower Jäger gewesen. Er hat also 1813/14 am Kampf der Lützower gegen Napoleon teilgenommen. Und nochmal das ganz Besondere, der besondere Kern. Was war das ganz Besondere, was Friedrich Fröbel in seiner Zeit bewirkt hat? Ja, zuerst mal hat er den Wert der Kindheit herausgehoben. Es gab ja in den Jahrzehnten vor Fröbels Wirksamkeit oder eigentlich über Jahrhunderte eine Sicht auf das Kind, die eigentlich gar keine war. Das Kind war mit 7 Jahren quasi schon ein kleiner Erwachsener. Und Friedrich Fröbel hat erst einmal deutlich gemacht, wie wichtig eigentlich auch bestimmte Entwicklungsphasen auch in der frühen Kindheit und in der Kindheit auch in der Schulzeit sind. Fröbels Pädagogik, könnte man sagen, besteht eigentlich aus 3 Säulen oder vielleicht sogar 4 Säulen. Weltbekannt ist er geworden als Begründer der Kindergärten. Das Wort Kindergarten ist ja in 42 Sprachen übernommen worden und weltweit verbreitet. Und damit ist er bekannt bis in den fernöstlichen Kulturkreis, Japaner, Koreaner kommen zu uns. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, er war durchaus auch der Schulmann. Er hat auch die Schulpädagogik befruchtet und das kann man heute zum Beispiel in Keilhau sehr schön studieren. Er ist aber, was wenige nur sehen, ein Berufsbildner gewesen. Er hat ja auch mit dem Berufsbild der Kindergärtnerin auch eine Berufsschule gegründet, hier die erste Kindergärtnerin-Schule der Welt in Schweiner im Schloss Marienthal, die damit auch eine der ersten Berufsschulen für Frauen in Deutschland gewesen ist. Und er war damit eigentlich sogar auch ein Vorreiter der Emanzipation der Frau, so hat ihn zumindest Diesterweg beschrieben. Eine vierte Säule könnte man eigentlich noch nennen, denn ohne dass Fröbel das selbst wollte und dass Fröbel selbst es ahnen konnte, haben in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts insbesondere die Initiatoren der Bauhausbewegung sich von Fröbel in vielerlei Hinsicht inspirieren lassen. 1925 wollte ganz und gar Walter Gropius ja in Bad Liebenstein ein Fröbelhaus bauen. Die Pläne existieren noch. Leider wurde aus diesen Plänen nichts und Gropius baute stattdessen das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Bauhaus in Dessau. Was sind die Symbole von Friedrich Fröbel? Spielgarten? Die Spielgarten eigentlich, ja, also man heute weltbekannt übereinander getürmt, die Kugel, Walze und Würfel. Wenn man aber dieses Fröbel-Symbol, was man in der ganzen Welt heute ja kennt, betrachtet, kann man ruhig durchaus auch daran denken, dass ein wenig der Luther damit zu tun hat. Friedrich Fröbel war ein Freund lebendiger Denkmäler. Er hat diesen Begriff des lebendigen Denkmals geprägt.
Er wollte im Jahre 1817 300 Jahre Reformation, wir haben demnächst 500 Jahre Reformation. Er wollte für Luther keine steinernen und gusseisernen Standbilder haben oder bronzenen, sondern lebendige Denkmäler und holte aus dem Lutherstammort Möhra unweit von hier zwei Nachfahren der Lutherfamilie, um sie in den Stand zu versetzen, der es ihnen ermöglichen sollte, dem großen Vorfahren mal nachzustreben. Und einer von den beiden, der Ernst Luther, der wurde Architekt und Baumann und gestaltete dann oder vollzog dann dieses erste Denkmal für Friedrich Fröbel, Kugelwalze, Würfel, also das Urdenkmal, steht bei uns. Meinen Sie, ist Fröbel hinreichend bekannt in Thüringen? Und, ja, hinreichend glaube ich nicht. Also Fröbel ist der Prophet im eigenen Land. Er hat es in Deutschland mitunter doch noch ein bisschen schwerer. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für uns und insofern freue ich mich, dass die vier Fröbel-Orte in Thüringen sich zusammengefunden haben. A, mit der Fröbel-Dekade und B, natürlich jetzt auch vor allem mit dem gemeinsamen Antrag, den Fröbelschen Kindergarten auf eine Liste immateriellen Weltkulturerbes zu bekommen. Da bin ich auch sehr freudig gestimmt darüber, dass Thüringen diesen Vorschlag weitergereicht hat an den Bund. Im Ausland ist er, denke ich mal, ja, ich weiß nicht, ob er da bekannter ist als bei uns, aber bei uns könnte man meinen, sollte er bekannter sein. Wir bekommen Besuch aus Japan, wir bekommen Besuch aus Korea, aus den USA, aus Russland, aus Dänemark, aus Finnland. Es gibt Zeitungsartikel, die über das finnische Schulsystem im Zusammenhang mit PISA sprechen. Und da taucht der Name Fröbel nicht komischerweise, sondern merkwürdigerweise auf. Also mit anderen Worten, Fröbel ist weltweit bekannt. Martin Luther, Johann Sebastian Bach und Friedrich Fröbel, das sind eigentlich für mich die drei bedeutenden Thüringer Weltbürger, die man in aller Welt kennt.